Heute werden wir rausfinden, wer das bessere Foodcraft bauen kann, Leni oder ich. Aber mit einer wichtigen Regel. Nicht wir bestimmen unsere Spieler, sondern ChatGPT. Und wir haben eine Runde Schere, Stein, Papier gespielt und Fabi darf beginnen. Ja, weil ich gewonnen habe. Let's go, Freunde. Ich hab Bock, ich gehe rein in meinen Draft und das hier sind die Formationen ganz... Ja, da wäre ich mit allen zufrieden. Ich habe ChatGPT jetzt die 5 Möglichkeiten gegeben. Wundert euch nicht, wenn hier oben schon was steht. Ich habe aus Versehen schon auf Enter gedrückt. Wir schicken jetzt die offizielle Abfrage. 4-3-3-Formation könnte eine gute Wahl sein. Dann hätte ich gesagt... Wir nehmen die. Und wir gehen rein zum ersten Spieler. Wer kann hier heute das höhere Draft bauen? Wir brauchen Cristiano Ronaldo, Gordias und die Ikone Bobby Charlton. Der ist übrigens vor kurzem verstorben. Rest in peace. Aber ich kann mir das Ganze heute sowieso nicht aussuchen. ChatGPT sagt, ich würde Cristiano Ronaldo als Stürmer wählen. Und ich sag, ist auch blöd, denn das ist mit 86 der schlechteste Spieler in der Auswahl. Tja, aber ich habe immerhin schon CR7 im Team, eine 14er Bewertung, aber noch 0 Chemie. Und natürlich wird am Ende die Bewertung und die Chemie zusammengerechnet. Und wer das schlechtere Draft hat, auf den wartet eine eiskalte Bestrafung. Dazu aber später mehr. Jetzt machen wir endlich weiter, Fabi. Ja gut, ich spring weiter zum linken Flügelspieler. Und dort bekommen wir welche aus... Oh mein Gott, Ronaldinho, Junior Mbappé. Oh, das ist dick. Komm, ChatGPT, nimm mich ja bitte nicht hops. Mbappé konnte auf dem linken Flügel eine fantastische Ergänzung sagen. Er ist Nummer 3 und ich nehme die Nummer 3. Wie zufrieden bist du? Ja, Ronaldinho wäre noch geiler gewesen, aber die zweitbeste Option hier. Und natürlich ein massives 92er Rating. Wir gehen aber jetzt zum dritten Spiel. Oh, ich wollte den rechten Flügel machen. Jetzt ist es aber der Rechtsverteidiger geworden. Aber so ein Joao Cancelo oder Demarcos. Würde ich mitnehmen. Okay, ich bin gespannt. Ich würde Joao Cancelo nehmen. Joao Cancelo ist mit seiner Wertung von 88 eine großartige Verstärkung. Und ich schreie raus wie er. Jeppa, rein ins Teamchen. Na, du wirst jetzt noch Auge machen, wen ich am rechten Flügel rausklotze. Ja. Hansen, sehr, sehr viele Frauen hier am Start. Und Salah und Dembélé. Und wen gönnt uns ChatGPT? Salah oder Diani könnten eine großartige Option. Sie würde zu Salah tendieren, aber beide sind starke Spieler. Ich nehme einfach nur Salah. Rechte zentrale Mittelfeld spielt... Soll ich die überhaupt in ChatGPT reinhauen oder nehmen wir bei solchen Auswahlen einfach immer den schlechtesten Spieler? Ja, okay. Würde ich so sagen. Gut, wir nehmen den schlechtesten Spieler. Ist Gibbon Kowalski und wir gehen bei... Thiago! Abili! Und Leon Goretzka ist auch am Start, aber diese Abili-Icon-Karte würde brutal schmecken. Komm schon, ChatGPT, gönn mir die Icon. Abili ist mit einer Wertung von 90... Junge, ChatGPT hat halt direkt wirklich was im Köpfchen. Ganz ehrlich. Rein da. Ich will hier den letzten zentralen Mittelfeldspieler sauber abarbeiten und... Naja, ist mir bei der Auswahl jetzt ehrlich gesagt relativ egal. Bentancur, er nimmt ja auch wieder den besten Spieler, aber der bringt mir von der Chemie jetzt nicht das Optimalski. Vielleicht ja jetzt der Linksverteidiger. Wir überspringen aus Robertson, Hernandez, Acuna. Das sind eigentlich alles richtig gute Spieler. So, und ich habe ChatGPT nochmal die Anweisung gegeben, nicht immer nur den mit dem höchsten Rating hier zu nehmen, sondern auch zufällige Spieler. Hat er damals bei Ronaldo gemacht, aber jetzt nicht mehr. Aber gut, er wählt mir jetzt hier... Trotzdem gepflegt einen Andrew Roberts mit einem 88er Rating rein. Boom, wen haben wir? Na, das hätte besser laufen können. Und wen bekommen wir jetzt für den Innenverteidiger? Mohamed Simakane. Er hat viel Potenzial und könnte gut ins Team passen. Ja, Potenzial bringt mir hier gar nichts. Aber die Karte in Lila sieht schon sick aus. Aber ganz ehrlich, wer würde sich nicht freuen, wenn er bei mir im Team ist? Ja, da haben wir wieder... du hast keine Freunde. Soll ich den Fali nehmen? Nur 75er? Ja. Nehme ich sowieso den schlechtesten. Ich nehme den Fabi. Ich nehme den Fabi. Endlich zum Torwart. Komm, da brauchen wir einen dicken Batzen. Das ist zwar Bravo, ist bei der Auswahl hier mit dabei. Es ist alles andere als Bravo. Das ist wirklich nicht Bravo. Aber wir gucken, vielleicht gönnt mir ChatGPT auch Bravo. Aber nein, es gönnt mir hier den Lukas Radetzky. Da blasen wir zum Radetzky-Marsch. Lul. Zwei dumme, ein Gedanke. Yep. Okay, aber die Startelf sieht schon ganz in Ordnung aus. 86er Bewertung, 16 Chemie und auf der Bank können wir das ja jetzt noch verbessern. Und es geht oder verschlechtern. Mit dem Torhüter und der... Ist halt wieder absolute Grütze. Da musst du es in Riemann nehmen. Ich reiß mich am Riemann. Ja gut, dann nehme ich auch wirklich den schlechtesten und nehme einfach Riemann. Ersatzbank. Da sind noch einige dicke Fische am Start. Ja. Und was sagt ChatGPT? David Garcia wäre eine solide Option für die Reservebank. Ja, Haugen. Da haugen mich doch mal. Aber ich würde mir ehrlich gesagt Nacho Fernandez oder Demarcos wünschen. Hallöchen. Popöchen hätte ich fast gesagt, aber ich habe es auch gesagt. Nacho Fernandez kommt in die Mannschaft. Ja, und so leid mir das tut, aber der wird den Fabi hier in der Innenverteidigung jetzt mal ersetzen. Perfekt. Perfekt ist das Stichwort. Der nächste Spieler wird perfekt. Bam! Und aus dieser Auswahl wird es Elchif Elmas. Ja, von mir aus. Aber bisher eine absolut Weltklasse-Ersatzbank. Nur
Non-Rare-Spieler. Das wird bei mir hoffentlich anders ausschauen. Nein, bei dir sieht das gar nicht anders aus, aber wo sind die dicken Ratings jetzt, Bruder? Aber vielleicht wird's Vincenzo Grifo. Nein, es wird Iñaki Williams, 94 Tempo und immerhin ein Rare-Spieler. Bringt aber auch nichts, sehr schlecht. Ja, komm, nicht immer nur labern, sondern da direkt mal die nächste Auswahl heraufbeschwören, ja? Siehst du das? Das sind nämlich absolute Kracher und Hansen würde richtig gut schmecken. By the way, was geht eigentlich bei der dritten Karte ab? Da fehlt ihm einfach der komplette Bauch. Nun, der ist wirklich einfach nur ab hier zu sehen. ChatGPT, jetzt, ich bete auf... Willst du mich verkackeiern? Ich habe hier einen Coit, ich habe einen Hansen, ich habe einen halben Francescoli, eine Cascarino und ich bekomme den 85er Diogo Jota. Ich wurde komplett gehopst von ChatGPT. Ja, das sah besser aus, als es ist, aber ja. Klausi-Boy? Klausi wäre Stabilchen. Aber vielleicht spannend. Es wird halt legit Otavio, der Einzige, der keine Special-Card hier hat. Na, komm. Ich habe auch nur noch 5 Plätze auf der Reservebank für gute Spieler. Errico Cantonaschi. Aber bei meinem Glück wird's dieser Oje da, aber nix da. Oje, für dich, meine Liebe. Es wird Eric Cantona. Er geht auf jeden Fall jetzt statt CR7 in den Sturm und guck mal, was das an Chemie bringt. Da gehen wir auf 24 raus. Jawohl. Oh mein Gott, wie soll ich denn das noch toppen? Ja, das wird nachher richtig knifflig für die junge Dame. Aber wir Männer geben weiter Gas, haben noch 4 Spiele, um das zu verbessern. Und das ist das Endo unseres guten Laufs von Superspielern. Aber guck mal, da ist Marcus Llorente. Der ist auch mit am Start und ja... ChatGPT wählt auch einfach Marcus Llorente. Aber er hat ein 84er Rating, von daher Sieg für mich. Und jetzt haben wir hier eine stabile, schlechte Auswahl. Aber was sagt ChatGPT? Steven Bergkais. Ja, ist mir völlig Banane, ehrlich gesagt. 2 Spieler noch, um mich zu verbessern. Jetzt haben wir die dicke spannend. Auswahl. Ruud Gullit und Johan Cruyff. Das ist nicht nur Rauch, das ist auch dickes Feuer, das ich hier habe. Cruyff oder Gullit. Den dritten. Der ist doch auch ganz gut, oder? Bin das sehr. Ich habe noch eine Chance, hier Leni was Ordentliches vorzulegen. Und den brauche ich auch. Nö. Und wen gönnt mir ChatGPT für die letzte Auswahl? Giovanni Lo Celso, 81er Rating. Oh, und guck mal, wenn ich Marcus Llorente hier in die Startelf packe, habe ich noch deutlich mehr Chemie. Das glaube ich nicht. Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen Manager und wir gucken auf den ersten Jorge Jesus. Der würde mir schon 30 bringen. Das ist gut, dann würde ich den jetzt... Halt, stopp, Fabi. Was? Aber das bestimmt auch ChatGPT. Oh, ja, klar. Bitte nicht den ersten. Und welchen von dem bekomme ich? Ich bekomme Jorge Jesus. Yes. Was machst denn du so ein Drama draus? Wir haben den ersten. Und mein Draft hat deshalb 86er Rating, 30 Kimi und eine 116er Bewertung. Das gilt es jetzt für Schleni zu schlagen. Oder sie bekommt eine Bestrafung. Für Schleni zu schlagen. Da will ich nochmal ein Replay, Freunde. Und da startet auch schon mein Draft. Und das hier sind die Formationen. Und was sagt ChatGPT dazu? Vierter defensiv. Sehr ähnlich zu mir vorhin. Erste Auswahl. Was haben sie zu... Er wird Lenis Kapitän... Ist nicht schlecht, aber meine war damals noch besser. Was sagt deine erste Auswahl? Ja, come on, als ob. Die gibt dir direkt Zico, die alten. Yes, dankeschön. Was prickelt uns da entgegen? Ich weiß ja nicht so recht. Wen wünschst du dir denn von der Auswahl? Es ist mir ziemlich egal, aber die Inaki Auswahl für Iñaki Williams. Naja, rein da. Rechter Flügel. Ui, Ich nehme hier einfach den vierten, Lise, alles der kacke. Kommt immerhin aus der Premier League. Ist es gut? Was heißt, ist es gut? Guck mal auf den Spieler. Du hast hier einen 94er Ronaldinho. Bitte gönn mich. Rashford. Marcus Rashford. Ronaldinho will heute einfach nicht von ChatGPT. Zentraldefensives Mittelfeld. Da haut der... Nein. Also komm. Diese Auswahl... Was lachst du noch so blöde? Ja, die ist ja aber geil. Ich nehme auch den hier, oder? Ja, komm, das ist der Premier League, würde ich auch machen. Jetzt aber. Muss es ja besser werden. Ja, die schaut zumindest fancy aus. Okay, was sagt... Ja, okay. Du bekommst doch Emre Can. Okay. Du bekommst die coole Karte hier. Wen werden wir hier zu Gesicht bekommen? Ich glaub's nicht. Abbruch. Ich finde das so geil. Abbruch. Ganz ehrlich, das ist mir ziemlich egal, aber... Ja, du bekommst Jesus Navas. Da bekommst du jetzt einen Brecher, das spüre ich. Oh, nee, never mind. Aber warum? ChatGPT könnte das spüren, negative Chakren in dir. Welchen dieser Spieler? Ich glaube, du bekommst Nuno Mendes, nein? Den kenne ich zumindest. Klingenberg. Ja, noch nie gehört, aber gut. Hier muss ein Kracher kommen. Hier kommt ein Kracher. Ja, ich nehme den ersten, keine Ahnung, Mann. Oh, das ist ja eine super tolle Auswahl. Da hast du aber wieder richtig Glück gehabt.
Ganz ehrlich, warum bist du eigentlich so schadenfroh von der Seite her? Naja, ganz einfach. Ich will nachher keine Bestrafung im Schnee draußen machen. Denn, Freunde, es gibt draußen frischen Schnee. Und ich hätte gesagt, der Verlierer darf da schon mal einen kleinen Bissen davon nehmen. Ich sag, mein Tipp, sie gönnt dir Tomori. Ja, der sieht nicht happy aus. Same, Bro. Du musst schon langsam hier mal irgendwo... This is fine. Gut, ich glaube... dieser fünf Teufel bekommst du? Pope. Pope, juhu! Nick Pope! Nimm Popler. Kommt in den Kasten, okay. Naja, nach der Startelf sieht das Rating aber gar nicht so schlecht aus. Und auch die Chemie, da bist du gut dabei. Let's go rein da, come on. Es passiert immer was Interessantes. 1, 2, 3, ich wünsche mir Jan Oblak herbei. Kommst du ihn auch und du bekommst ihn tatsächlich. Ja, aber das Leben ist eigentlich kein Wunschkonzert. Beim Rechten, ja. Durchwachsen. Wen von dem bekommst du? Und du bekommst Jeremy Flimpong. Der spielt sicher gern Ping-Pong. Let's go. Oh, das ist wieder... Ich will nicht mehr. Wer ist dein... Gott. Und du bekommst den chilligen Ben Chilwell. Also eigentlich ganz chillig. Premier League brauchst du auch. Next one. Next ist das auch so chillig? Jo. Ah, gute Ratings. Aber eigentlich nicht wirklich was dabei, was du nutzen kannst. Du kannst ja eigentlich nur aufs höchste Rating hoffen. Und Dahlmann, das bekommst du. Das bekomme ich auch. Ja, Mann. Okay, okay. Und da ist eigentlich jetzt gar kein schlechter Spieler dabei. Und ich würde an deiner Stelle auf Yaya Touré hoffen. Den ersten, aber ich bekomme... Du bekommst Bernardo Silva. Ich hoffe bei der nächsten, also beschwere ich mich auch nicht. Ich hoffe schon. Oh mein Gott, Benzema. Ich sehe 90. Oh, Messi. Oh, ja, Mann. Das sind halt dann doch gute Ratings, ne? Ja. Come on, Chachi, mit dir auf Ehre. Ich sag, du bekommst Messi. Ja, du bekommst Messi. Das könnte ja am Ende wirklich saueng werden. 6 Spiele noch zur Auswahl. Vielleicht läuft's jetzt. Das wird ja nochmal spannend zum Schluss hin. Come on. Golovin, 84er Rating. Was sagt EA? EA sagt wieder sehr, sehr gute Rating. 86, 86. Und Schoboschlei ist auch am Start. Welchen dieser 4 Spieler? Ich... hallo? Was? Respond? Jetzt haben wir 2 Auswahlmöglichkeiten. Ein Kunku? Was? Ein Kunku? Ach so, ja, aber es ist ein Kunku. Es sind nur 2 unterschiedliche Antwortstile. What the hell? Hopp, ein Kunku, hopps, den mein Team. Hullet. Oh mein Gott, ich will ihn. ChatGPT, nimm Hullet. ChatGPT, nimm den dritten. ChatGPT, nimm den dritten. Wir haben die Auswahlmöglichkeiten hingeschrieben und es ist... du bekommst Rüd Hullet. Oh mein Gott. Mein Liebling wäre aber hier Auswahl Nummer 6 gewesen. Leni, halt's mal bitte. Das gibt eine Anzeige. Jetzt wird's nochmal knackig. 3 Spieler sind hier noch am... Bellingham! Jude Bellingham! Bitte nimm jeden außer Bellingham. Bitte nimm jeden außer Bellingham. Ja. Jude Bellingham. Mal gucken, aber auch die nächste Auswahl. Die vorletzte Auswahl bitte nice nicht, bitte ist. Nicht. Die ist nicht so nice. Die mit dem Kleinhirn? Ich habe die Dame jetzt in ChatGPT übrigens auch Kleinhirn genannt. Du bekommst aber Gabriel Martinelli. Letzte Auswahl, come on. Jetzt wird's nochmal richtig ernst. Wir gehen rein da. Oh, das ist kacke. Ja, okay, dann nehme ich die Björn. Oh, und das wird knackig. Leni hat aktuell 24 Kimi und ein 85er Rating. Insgesamt 109. 7 Punkte fehlen ihr noch auf mich, aber sie kann ja noch was umstellen. Und ich habe noch einiges probiert, bin auch auf eine 86er Bewertung gekommen, aber leider nur 27 Kimi. Und damit hat Leni nur ein 113er Rating, ist um 3 Punkte schlechter als ich und musste als Bestrafung schön kalten Schnee essen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wird euch das hier gefallen. Hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder. Ciao. Ciao.